Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns der gute Ralf mal wieder ein in einen weiteren Zoo von ihm, nämlich seinen Movie Zoo 2. Falls ihr euch noch erinnern könnt, er hatte schon mal einen Zoo eingesendet, wo er dann in verschiedene Zoobereiche verschiedene Filmsets als Thema genommen hat. Zum Beispiel King Kong oder Fluch der Karibik. Fand ich sehr cool, ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und heute schauen wir uns seinen zweiten Zoo an, in dem gleichen Stil, mit weiteren Filmen. Unter anderem auch ein Filmset, auf was ich mich besonders freue. Das habe ich mir auch gewünscht in der letzten Folge, nämlich Jurassic Park. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir besichtigen jetzt gemeinsam den Zoo von Ralf, Movie Zoo 2. Und schon sind wir da und werden direkt erstmal hier nett begrüßt von einem total, was war das? total motivierten Mitarbeiter. Ich finde das so cool, wie die laufen. Das ist hier die Eingangshalle. Schön aus Holz und ein bisschen mit Stein. Schön mit Musik. Gefällt mir. Ist auch alles schön ausgeleuchtet. Decke sieht auch nice aus. Und das hier Toiletten? Ja, perfekt. Hätte man vielleicht noch ein Schild hin machen können. Weil ich meine, wer geht so random in eine Tür rein? Wird sich ja keiner trauen. Hier haben wir nochmal Essen, Trinken. Na, Hüte und Informationen, nicht Essen, Trinken. Wir sind hier schon in so einer Burg oder sowas. Sieht zumindest mit den Türmen hier so ein bisschen so aus. Das sieht aber schön aus. Toller Gebäudestil. Was ist denn das hier? Ist das ein Leuchtturm oder so? Das sind voll viele Details. Voll schön. Auch nochmal ein paar Marktkarren mit Obst. Ich glaube, das ist ja alles hier Mitarbeiter eigentlich. Auch nochmal so ein schöner Steg mit einem Boot. Also eigentlich sollen wir hier gar nicht hin. Ist wahrscheinlich alles nur Landschaftsdeko. Sieht aber echt schön aus. So, auf dieser Seite haben wir nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Nochmal ein schöner Baum. Hier kann man auch nochmal in die Ferne schauen. Das ist so ein Fernglas. Da sieht man nämlich eine Windmühle. Und noch weitere Gebäude. Sieht aus wie so ein kleines Dorf. Ziemlich cool. Aber wir gehen jetzt über diese coole Brücke. Diese Türme hier sehen nice aus außen. So, da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet hinter. Der Baum sieht schon mal so ein bisschen nach Hexe aus, muss ich sagen. Der ist auch selbst gebaut. Aber ich glaube, da hinten ist noch kein Filmthema. Wobei da auch Warzenschweine sind. Also kann sein. Lassen wir uns überraschen. Es könnte natürlich sein, dass das hier auch schon ein Filmthema ist. Aber ich wüsste nicht welches und es stand auch nicht dabei. Schöner Brunnen. Das ist ein richtig tolles Dorf, was du gebaut hast. Aber hier kann man auch hoch. Oh, hier hat man eine schöne Aussicht. Die Warzenschweine. Ich glaube, die haben hier diese Windmühle als Unterstand. Das ist ja cool gemacht. Ja, hier sind richtig viele Gebäude. Müssen wir uns am besten gleich nochmal von oben angucken. Dann kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Aber es ist cool, dass man hier einmal drumherum laufen kann. Oh, Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Ah, okay. Ich war mit Hexenwald richtig, nur ist es in diese Richtung, nicht in die andere da. Also der Baum, der hat damit nichts zu tun. Hier ist, glaube ich, auch ein Gehege. Oder das ist nur Landschaftsgestaltung. Kann auch sein. Egal, gehen wir mal weiter. Wir wollen uns ja nicht zu sehr aufhalten. Hier kann man auf jeden Fall einmal komplett außen rum gehen. Finde ich sehr gut. Und dann hat man hier noch ein riesiges Dorf. Ist auch echt viele Details verbaut. Richtig schön. Alles mega verwinkelt, schöne Gassen. Oh, hier ist sogar eine Kapelle. Du, ich und die Tiere. Erste Version. Nee, erster Vers. Was ist das hier für eine Religion? Animalismus, die neue Religion. Cool.
Weiß gar nicht, ob man hier noch irgendwo rein kann. Hier geht's auf jeden Fall dann raus. Sieht richtig cool hier alles aus, dieser Gebäudestil. Der Rundgang. Da gehen wir gleich entlang, aber ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz dieses Dorf von oben an. Das ist jetzt hier der Eingangsbereich von oben, also das Eingangshäuschen. Sieht ja schon mal sehr cool aus. Hier im Hintergrund der Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob es ein Leuchtturm ist. Und diese coole Brücke. Mal da reinschauen. Ich glaube, das ist ein Leuchtturm. Ja, da ist auch ein Licht. Guck mal. Das ist definitiv ein Leuchtturm. Gefällt mir. Und hier ist dieses Dorf, wo wir gerade waren. Das ist auch einmal mit einer Mauer komplett umzäunt. Und ganz viele Gebäude. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen, wo man hätte reingehen können bei den Gebäuden. Außer die Kirche. Und jetzt sogar so ein Glockenturm. Finde ich richtig schön. Und hier geht es dann weiter. Durch diese Tür. Fliegen wir jetzt einfach mal durch. Der Rundgang führt uns nach rechts. In den Hexenwald. Zu Hänsel und Gretel. Ist das hier ein Gehege? Nee, ich glaube nicht. Ist einfach nur wunderschön gestaltet. Ja, ich würde aber sagen, dass wir hier wieder zu Fuß dann reinlaufen. Der Eingang ist schon mal sehr cool gemacht. Auch mit der Schrift hier. Sieht echt so ein bisschen aus wie die Schrift von dem Film, ne? Ich habe den leider auch nicht gesehen. Aber ich stelle mir da so ein kleines Hexenhaus vor. Echt schade, wenn ich die Filme nicht kenne, dann kann ich das nicht so gut vergleichen. Aber dafür seid ihr ja da, ne? Ihr könnt es dann in die Kommentare schreiben. Oh, hier ist schon eine schöne Atmosphäre. Gruselig. Vielleicht sollten wir auch bei Nacht hier hingehen, ich weiß es nicht. Da sind Bären. Ich finde den Zaun hier auch mega cool gemacht. Das sieht schon alles sehr nach Hexe und so mystisch aus. Okay, das ist cool mit diesem ganzen Nebel überall. Steph. Ah, die haben da hinten auch ihre Häuser. Oha, okay, Rundgang, Hexenhaus. Oh, das sieht ja gruselig aus. Mit ganzen Wurzeln und Ranken. Gehen wir mal zum Hexenhaus. Oh, hier sind auch diese Bäume selbst gemacht. Nice. Das ist cool. Oha. Okay. Das hier ist das Hexenhaus. Erinnert mich ein bisschen an Hänsel und Gretel. Passt ja auch, ne? Hänsel und Gretel Hexenjäger, so heißt das doch, oder? Hier ist dieser Ofen. Wo sie dann reingeschubst wird wahrscheinlich am Ende. Ich weiß nicht, wie das bei dem Film ist. Ich kenne nur das Märchen. Das Haus sieht aber sehr cool aus mit dem Strohdach. Dann hier so verwuchert und verwachsen. Der Nebel. Gucken wir mal, ob man da auch rein kann. Oh, da kann man tatsächlich rein. Oh, das ist nice. Hier drin ist auch überall Nebel. Sehr coole Kerzen hier auf den Tischen. Und sich dann auch nochmal mit Essen und Trinken versorgen. Und auch eine Toilette. Und ein riesiger Kamin. Es ist im Märchen nicht so, dass der immer den Finger durch diese Gitterstäbe oder so stecken muss. Schon genug an ihm dran ist oder so. Weiß es nicht mehr ganz genau. Schon sehr lange her. Das Haus sieht aber echt cool aus. Schauen wir uns gleich auch nochmal von oben schön an. Ist auch alles super gestaltet. Das ist eine Hütte. Okay, das ist einfach nur Deko, glaube ich. Im Hintergrund. Nicht schlecht. Weiter geht's. Hier geht's zurück. Oh, und hier sind Tiere. Rentiere. Und die können hier unten drunter. Das hier ist eine selbstgebaute Brücke. Ich gehe aber nochmal ein Stück zurück. Ach nee, wir sind hier vorne abgebogen vorhin. Dann haben wir, glaube ich, nichts verpasst. Wie geht's denn über die selbstgebaute Brücke? Ich finde das cool, dass du hier sehr viel Nebel verwendet hast. Rundgang. Okay, hier geht's raus, aber wir gehen nochmal zum Hexenberg. Blocksberg. Heißt der so? Ich kenne Bibi Blocksberg. Ist das nicht auch irgendwie so ein Hexenberg? Oha. Ich glaube, ich hätte halt echt Nacht machen müssen für die perfekte
Atmosphäre ist. Schauen wir uns gleich alles noch an. Cooler Baum. Das ist nice gemacht. Hier ist ein riesiger Hexenkessel. Ganz viel Feuer. Auch mythische Musik. Toiletten auch selber gebaut. Und dann schauen wir nochmal von oben. So sieht das Ganze aus. Der Hexenberg. Im Hintergrund sehen wir auch schon ein riesiges Schloss. Das ist ja cool. War sehr gut gemacht. Leider ist hier kein Gehege mehr oben. Das hätte ich auch noch cool gefunden. Hier geht es dann wieder runter. Und ich glaube, dann hätten wir nur noch vorhin, genau, hier weitergemusst. Da machen wir dann gleich weiter an der Stelle. Hier waren die Rentiere. Und wir gehen jetzt nochmal zum Hexenhaus. Das hier ist das Hexenhaus. Sieht auch sehr schön aus. Und bei Nacht sieht das Ganze so aus. Hätten wir mal echt bei Nacht besichtigen sollen, weil es ist eine tolle Atmosphäre hier. Mega cool alles beleuchtet. Oh, das ist nice. Das ist richtig schön. Diese grünen Lampen, der Nebel überall. Das gefällt mir. Und das hier ist der Berg. Schön mit grün beleuchtet. Und der Kessel schön am Brennen. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch nochmal den Eingangsbereich gucken. Da ist der Leuchtturm. Der leuchtet wirklich sehr hell. Schade, dass man das Licht nicht drehend machen kann. Aber alles wunderbar beleuchtet. Das Gehege hatten wir uns gerade gar nicht angeguckt, ne? Hier ist auch nochmal ein schöner Steg. Das ist wie so ein Wikingerboot mit den Rudern. Oh, brennt das? Oh, das brennt. Okay, die Mühle brennt. Vielleicht ist das auch schon ein Filmtheme. Kann gut sein. Ich glaube, wir werden hier aber gleich auch nochmal langkommen. Weil diese Seite haben wir ja noch nicht gesehen. Für uns geht es jetzt auch erstmal hier weiter. Den Rundgang entlang. In den nächsten Bereich. Transsilvanien. Auch ein Film, den ich nicht gesehen habe. Aber ist das nicht Dracula? Transsilvanien? Ich glaube schon. Geht's auch über eine kleine Holzbrücke mit einem reißenden Fluss. Transsilvanien ist wahrscheinlich das Schloss, was wir vorhin im Hintergrund gesehen haben. Gehe ich mal von aus. Hier steckt echt viel Liebe zum Detail drin. Das ist nochmal eine kleine Wassermühle. Die sieht auch echt schön aus. Das ist eins der wenigen bewegten Objekte, die es gibt bei Planet Zoo. Was ich sehr schade finde. Solche Objekte sollte es mehr geben. Tragen nämlich sehr viel zur Atmosphäre bei. Da ist, glaube ich, das Schloss von Graf Dracula. Oh, wie süß. Haben hier nochmal eine schöne Weide. Das Gras sieht auch echt schön und saftig aus. Scheint hier einfach nochmal so ein kleines Dorf zu sein. Für die Besucher. Aber wir gehen jetzt weiter Richtung Schloss. Schloss Dracula. Oh, Mumie gibt's auch noch. Den habe ich sogar gesehen. Die Mumie 3, glaube ich. Ist aber lange her. Boah, der Aufgang ist ja schon mal krass. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich freue mich schon auf das Schloss. Das sieht auch riesig aus. Gehen wir mal hinein. Riesiger Kronleuchter, eine Kanone. Gucken wir, ob wir gleich noch auf einen Vampir treffen. Das ist ein riesiger Marktplatz. Gott, hier kann ich mich ja nur verlaufen. Hier geht es auf jeden Fall wieder hoch. Kann man, glaube ich, auch als Besucher hochlaufen. Eine wunderschöne Aussicht hat man hier. Da ist der Hexenberg. Ja, hier kann man, glaube ich, auch einmal außen rumlaufen, so wie es aussieht. Ja, genau. Aber hier kommt man sogar am Ende dann ins Gebäude rein.
Das ist wahrscheinlich das Hauptgebäude. Ich würde sagen, wir gehen aber von unten da eher rein, genau von hier. Das scheint das Hauptgebäude von Graf Dracula zu sein. Oh, hier ist ein Gehege. Cool. Das gucken wir uns gleich mal an. Mit Wölfen. Ah, die passen natürlich, ne? Die heulen schön beim Mondlicht. Sehr coole Idee. Hier unten kann man, glaube ich, auch rein. Sieht so ein bisschen aus wie ein Kerker. Jetzt gehen wir erstmal hier hinein. Hier können wir dann speisen mit dem Grafen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Sarg. Das ist ja cool. Da schläft er dann wahrscheinlich, ne? Gehe ich von aus. Hier sind wahrscheinlich wieder Toiletten drin. Ja, mit Toiletten hast du nicht gegeizt. Das finde ich sehr gut. Und hier geht's dann nochmal hinaus auf einen schönen Balkon. Mit einer wunderschönen Aussicht. Und die Berge sind jetzt noch nicht perfekt gestaltet. Aber ich glaube, das zieht auch zu viel FPS, wenn man so einen Berg dann einkleidet mit Felsen und Klippen. Ist auf jeden Fall alles sehr gigantisch hier, was du gebaut hast. Mega krass. Hier unten geht's dann in den Keller. Zu den Werwölfen. Ah, okay. Das macht natürlich Sinn. Mega cool, dass du immer die passenden Tiere dann aber noch untergebracht hast in den Filmsets. Feier ich. Ich glaube, das war jetzt aber dieser Bereich im Groben und Ganzen. Aber auch hier schauen wir natürlich von oben. So sieht das Ganze aus. Sehr beeindruckend, ne? So auf dem Berg hier mit diesen coolen Brücken, die dann da hochführen zum Schloss. Finde ich mega cool. Auch hier dieser Hauptturm sieht sehr nice aus. Mit einer Fahne. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nichts verpasst. So, das hier unten war nochmal das kleine Dorf. Das hatten wir auch gesehen. Können sich dann die Besucher nochmal ein bisschen ausruhen. Und dann geht es gleich schon weiter zum nächsten Filmset, wenn mich nicht alles täuscht. Oder links habe ich schon was gesehen. Da freue ich mich schon drauf. Und so sieht das Ganze bei Nacht aus. Auch solide beleuchtet. Schau noch mal nach drinnen, würde ich sagen. Da beleuchtet es. Ja, schön der Kerzenleuchter und der Kamin am Brennen. Das passt, denke ich, alles soweit. Gehen wir nochmal kurz zu dem Dorf, würde ich sagen. So, das ist auch sehr schön beleuchtet. Transsilvanien. Das ist echt cool. Nochmal diesen roten Highlights. Hier vorne auch. Ah, das sind die Schilder, die so angestrahlt sind. Ich verstehe. Schloss Dracula. Und auf der Rückseite von dem Schloss geht es dann zur Mumie. Zu Mumie 3. Also ich kann mich an die Mumie so grob erinnern. Aber ich glaube nicht an den dritten Teil. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich aber bestimmt irgendwann mal gesehen. Nochmal Toiletten. Und jetzt geht's hinein. Da bin ich ja mal gespannt. Echt schade, dass ich mich immer an diese ganzen Filmszenen nicht erinnern kann. Aber bei Jurassic Park kann ich das gleich. Den Film habe ich nämlich oft genug gesehen, dass ich mich da komplett dran erinnern kann. Alles weiß. Auf jeden Fall eine eisige Landschaft hier. Auch sehr schöne Atmosphäre. Gehen wir hinein. Keine Ahnung, ob ich den gesehen habe. Ich habe gerade so gar keine Erinnerung. Kann auch sein, dass ich nur die ersten zwei gesehen habe und nicht so überzeugt war oder so. Kann ich mir vorstellen. Hier ist auf jeden Fall irgendein Schatz oder sowas. Ihr wisst das sicherlich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Eisbären. Okay. Die haben ja auch ein riesiges Gehege. Wahrscheinlich einmal drumherum hier, schätze ich mal. Dann kann man hier bestimmt, genau, über aus den Fenstern schauen. Und da toben die sich dann aus. Aber ich wüsste zum Beispiel echt nicht mehr, dass es im Schnee gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den gar nicht gesehen habe. Weil das hier sagt mir auch gerade gar nichts. Das scheint ja irgendwie so der Hauptschatz oder so zu sein. Um den es in dem Film wahrscheinlich geht.
Und so sieht das Ganze von oben aus. Hier einmal das riesige Eisberggehege drumherum. Und das hier ist der Tempel, wo dann wahrscheinlich im Film dieser Schatz oder so gestohlen wurde. Es könnte ein Grab sein, das hier. Oder eine Pyramide, eine Mini-P- so eine kleine. Weiß es nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, jetzt kommen wir in einen Bereich, den ich definitiv kenne und auf den ich mich am meisten freue. Hier geht's durch. Durch den Nebel. Welcome to Jurassic Park. I love it. Mega nice. Richtig cool gemacht. Das Eingangstor. Hier sind schon die Zäune mit gefährlichen Dinosauriern hinter. Da bin ich ja mal gespannt. Das feiere ich gerade mega. Das habe ich mir schon oft gewünscht. Oh, das sind richtige Gehege hier mit so. Mit Elefanten. Ah, coole Idee. Die Zäune auch richtig nice nachgebaut. Das ist cool. Das hier soll das T-Rex-Gehege sein, so wie es aussieht, weil hier war die Ziege angebunden. Gucken, was ich noch so erkenne. Hier sind Toiletten. Gott. Aber die Schilder sind ja auch cool gemacht. Die passen mega. East Dock. Boah, hier gibt es so viel zu entdecken. Da hinten ist auf jeden Fall das Besucherzentrum. Sieht auch richtig schön aus. Hier ist dieses Gewässer davor, die Palmen. Das hier ist dieses Raptor-Brutstation. Da sind auch Tiere drin. Das ist halt auch ein Gehege, wie cool. Oh mein Gott, das ist nice. Sind einfach Komodo-Warane drin. Müssen wir uns gleich alles von oben mal angucken, da kann man das, glaube ich, besser sehen. Ist aber mega nice, dass man hier sogar so hochlaufen kann, dass du da ein Gehege daraus gemacht hast. Bin wirklich beeindruckt gerade. Noch ein paar Mitarbeitergebäude, wahrscheinlich diese Strohhütten. Das ist cool. Hier sind die zwei Jeeps. Oh, guck mal hier. Jurassic Park 10. Sogar so ein richtiger Jurassic Park Jeep. Jetzt gehen wir mal in das Besucherzentrum. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh, das ist von innen sogar eingerichtet. Das Strohdach, Kronleuchter und auch dieser coole oder das coole T-Rex-Skelett, was am Ende zerstört wird vom T-Rex. Richtig nice. Finde ich mega cool. Dann wir schauen uns jetzt das Ganze mal eben von oben an. Von oben kann man das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen besser sehen. Jurassic Park. Hier war dann das T-Rex-Gehege. Richtig cool. Hier auch der Wald, wo der T-Rex dann rauskommt. Da hinten ist auch sogar alles gestaltet, auch wenn man das nicht sehen kann. Ist das Raptor-Gebäude? Finde ich mega cool, dass du hier ein Gehege draus gemacht hast. Natürlich von den Proportionen nicht ganz richtig, ist ein bisschen zu groß. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, mit einem Gehege nicht möglich gewesen. Finde ich eine richtig tolle Idee. Sieht doch echt gut aus. Hier ist der Wachturm. Da hättest du sogar noch Wachleute oben drauf stellen können. Ach, ich feiere das. Mega, mega nice. Hier ist das Besucherzentrum. Vielleicht hätte man hier sogar noch fließendes Wasser reinmachen können. Hier fließt ja immer so ein bisschen Wasser runter. Sieht aber auch echt richtig gut aus. Die coole Idee. Ich finde es cool, dass du das wirklich umgesetzt hast, weil das habe ich ja in deinem letzten Zoo gesagt, dass ich mir das wünsche. Ich feiere das. Ich feiere das mega, aber wir sind noch nicht mal durch. Aber ich bin jetzt schon mega beeindruckt. Es geht natürlich noch weiter, nämlich zum East Dock. Oh, hier sind sogar die neuen Tiere aus dem Australia DLC. Ich weiß gar nicht, wie hießen diese Vögel denn noch? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Irgendwas mit K oder so, ne? Sollen ja sehr gefährlich sein. Oh. East Dock. Ah, hier ist der. Hat er sich festgefahren im Schlamm und versucht sich gerade rauszuziehen?
Der Dennis Nedry. Das heißt, das ist hier wahrscheinlich das Dilo-Gehege oder sowas. Weil der war ja da bei den Dilos. Sind denn die Vögel? Da sind sie. Können wir mal gucken, wie die heißen. Kasuaren oder so, ne? Genau. Helmkasuar. Sollen ja richtig gefährlich sein, die Dinger. Da guckt er mich auch direkt an. Oh oh. Nicht fressen. Ich find's mega, mega cool, dass du auch noch so schöne Filmszenen eingebaut hast. Wie geht's denn zurück? Hauptgebäude, da kommen wir gerade her. Das heißt, wir können jetzt hier wahrscheinlich den Rundgang weitergehen. Geht's dann wieder raus. Und dann geht's zu Crocodile Dundee. Oh, nice. Das passt natürlich schön mit dem neuen DLC von Australia, ne? Also da kann man die Sachen super verwenden, denke ich. Oh, Kängurus. Das ist ja schön. So eine schöne Riesenscheune. Können die dann chillen, die Kängurus. Ist sogar von innen schön gestaltet. Ich liebe solche Filmszenen. Das ist einfach toll. Da hat man in jedem Bereich richtig viel Abwechslung. Walkabout Creek Hotel. Brum, brum. Richtig coole passende Musik. Hier kann man sich dann einen Drink genehmigen an der Bar. Wahrscheinlich auch noch irgendwo einchecken oder so. Das ist ja ein Hotel. Was ist denn hier? Ach, ist ein Getränkeautomat. Das ist toll, dass du hier wirklich schon die neuen Sachen eingebaut hast. Natürlich dürfen Leisten-Krokodile da nicht fehlen, ne, bei Crocodile Dundee. Das war eine Menge. Da sieht man jetzt auch die Farbvariationen. Sind teilweise grauer, teilweise ein bisschen grüner. Finde ich mega schön. Da fressen sie alle. Auch wieder schönes Feeling hier mit den Hintergrundgeräuschen. Da kann man dann campen. Aber wer wird sich trauen, hier zu zelten? Also ich nicht. Bei den ganzen Leistenkrokodilen. Snacken einen in der Nacht schön weg. Ja, von so einem Krokodil gefressen werden ist nicht schön. Weil die machen ja immer ihre Todesrolle da und reißen dir quasi die Gliedmaßen raus. Mega krass. Und dann nochmal ein paar Hütten. Wahrscheinlich alles Mitarbeiter, ne? Ja. Die Mitarbeitergebäude. Sehr schön eingebaut. Oh, hier sind Koalas. Kann man sich da nochmal reinsetzen. Und hier toben dann die Koalas. Auch so tolle Tiere. Da klettern sie die Bäume hoch. Auch ein sehr schönes Gehege. Vielen Klettermöglichkeiten. Und man hat auch eine wirklich eine super Sicht auf die Tiere. So, wir gehen aber weiter. Es gibt hier wirklich wieder so viel zu entdecken. Ich finde das krass, dass du das in so kurzer Zeit alles gebaut hast. Da bin ich echt beeindruckt. Frankenstein Monster. Okay, ist das doch hier ein Film? Wo wir am Anfang waren. Mit dem brennenden Turm. Frankenstein habe ich auch nie gesehen, den Film. Sind auf jeden Fall Killerschweine. Mit dem Bereich haben wir ja so grob schon gesehen. Hier sind dann nochmal Toiletten. Paper, mit Seifenspender, mit Waschbecken, alles, was man braucht. So, und ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind einmal umgelaufen. Das hier ist jetzt nochmal Crocodile Dundee von oben. Oh, hier wird sogar gerade Fußball gespielt. Und direkt schlafen legen. Auch nochmal ein sehr cooler Bereich. Aber natürlich mein absolutes Highlight hier vorne. Jurassic Park. Hast du echt richtig cool umgesetzt. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Können noch mal ganz kurz bei Nacht schauen. Das haben wir gar nicht gemacht gerade. Hier ist nämlich auch alles richtig schön beleuchtet. Gerade hier das Raptorengehege. Finde ich echt cool, dass du hier echt ein Gehege draus gemacht hast. Richtig tolle Idee.
Hier drin ist auch alles beleuchtet. Oh, wie nice. Das ist echt toll. Ja, ich denke mal, hier drin bleiben wir. Das ist wirklich ein wundervolles Endbild, denke ich. Vielen, vielen lieben Dank, Ralf, dass du das eingesendet hast. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.